Zur 17. Ausgabe der Retro Classics in Stuttgart schwärmten die Oldtimer und Automobilliebhaber am vergangenen Wochenende aus. Traditionell ist mit der Retro Classics die Oldtimer-Saison eröffnet. Auch auf dem Messevorplatz und zwischen den Messehallen wurden die Klassiker präsentiert, die ein neues Zuhause suchten. Gleich im Eingangsfoyer präsentierte GOHM Sportwagen von Bentley und schlug eine Brücke von der Historie in die Neuzeit. In der Premiumhalle versammelten sich die großen Namen der Branche mit ihren Prachtstücken. Besonders klassische Mercedes-Benz-Modelle, wie könnte es auch in der Automobilregion Stuttgart anders sein, und Porsche waren gut vertreten. Bei Arthur Bechtel war ein besonderer Mercedes-Benz 12-55 Typ 300, Baujahr 1926, zu sehen. Die zahlreichen Zusatzausstattungen beeindruckten die Besucher. Museen, die nur auf besondere Anmeldungen ihre Kostbarkeiten der Öffentlichkeit zeigen, brachten einige ihrer schönsten Exemplare nach Stuttgart. Im lichtdurchfluteten Foyer kamen sie besonders gut zur Geltung. Maserati-Rennwagen aus dem Hause der Familie Panini genießen Weltruhm. Die Rennfahrzeuge der Familie Stangolini sind bis heute auf jeder Oldtimer-Veranstaltung gern gesehene Highlights. Eine wunderbare Bereicherung war die neue Messehalle mit dem italienischen Flair. Südländisches Stimmengewirr und viele, viele italienische Fahrzeuge erfreuten das Auge. Zwischen den Händlern verlockten Stände mit italienischen Spezialitäten zum Genießen. Viel Beachtung fanden auch die historischen Zweiräder mit legendären Namen wie Moto Guzzi, MV Agusta oder Ducati. Aufmerksamkeit erregte auch der Fiat, in dem Papst Johannes der 23. früher chauffiert wurde. Auch prominente Gäste wurden auf der Retro Classics gesichtet. Rennlegende Walter Röhrl verursachte bei der Autogrammstunde am Stand von Porsche lange Warteschlangen und zeigte sich als sympathisch und nahbar für seine Fans. In Halle 1 besuchte Lamborghini-Nachfahre Fabio Lamborghini den Stand der Klimalounge. Roland Asch zeigte sich von der Sonderausstellung seiner verschiedenen Rennfahrzeuge sichtlich berührt. Ein Traum wurde wahr. Auffällig war auch der Trend der unrestaurierten Fahrzeuge. Einzelne Händler hatten sich bereits auf diese einzigartigen Oldtimer eingestellt. In Halle 1 entdeckten wir bei Andy Voteler diesen Porsche 356. Bei Chrome Cars waren gleich mehrere Fahrzeuge zu sehen, die in jedem Detail ihre Geschichte erzählten. Ein besonderes Highlight ist alljährlich die Allianz Retro Night, die den Abend des Preview-Tages schmückt. Nach dem Spaziergang über die Messehallen genießen die Gäste den Abend nahe der Bühne in Halle 1 bei Fachgesprächen und gelöster Stimmung. Automobile Kunst ist ein wachsender Sektor, wie man auf der Retro Classics bemerkte. Es gab mehr Aussteller mit Gemälden, automobilen Kunstwerken und Skulpturen. Die Sonderausstellung Historische Motorräder mit britischem Akzent zeigte beeindruckend das große Spektrum der Zweiräder mit Geschichte. Thank you.
Modell oder Original, lautet das Motto der Bulldog- und Schlepperfreunde, die neben dem Giganten maßstabgetreu kleine Fahrzeuge ausstellten. Original oder Fälschung war die Frage auf dem Stand von FSP. Einen deutlichen Zuwachs konnte man auch bei den Teile- und Zubehörhändlern erkennen. Eine schier unerschöpfliche Vielfalt an Oldtimer- und Sammlerteilen füllte eine komplette Halle. Den denkbar härtesten Rallye-Einsatz in der Wüste Afrikas hatte ein Porsche 959 Paris Dakar hinter sich, der am Porsche-Stand gezeigt wurde. Der Porsche 911 SC Safari hatte 1978 in Kenia die East African Rallye bestritten. Traditionell sind bei der Retro Classics auch die Clubs in großer Zahl vertreten. Bei Mercedes-Benz herrschte reger Austausch unter den Clubfreunden aller Modelle. Inspiration für kommende Oldtimer-Ausflüge lieferte der Marktplatz der Museen. Das Auto- und Technikmuseum brachte die Sonderausstellung Crazy Wheels mit. Das Erwin-Hümmer-Museum glänzte mit einem unglaublich seltenen Mikafa-Reisemobil Deluxe von 1959, von dem nur 12 Exemplare gebaut wurden. Im XXL-Format beeindruckten die Mercedes-Benz-Trucks. Publikumsmagnet war die Auktion von ClassicBit. Ganze Trauben von Menschen verfolgten gebannt die Verkäufe. Fahrzeuge, die nicht während der Auktion an neue Besitzer gingen, waren im Nachgang häufig von Interesse. Nicht nur für das ganz große Geld konnte man während der Retro Classics fündig werden. Wer genau hinsah, entdeckte, neben teilweise überzogenen Preisen, auch kleinere Schätze, die den Einstieg in das Hobby auf jeden Fall wert waren.